Herzlich willkommen, meine BMW-verrückten Farid hier. Heute haben wir mal was, was wir noch nicht gezeigt haben. Wir haben hier einen F11 mit dem N55 Motor. Der Kunde möchte das Fahrzeug, also die Einlasskanäle, gerne gestrahlt haben. Ne? Wir haben das super selten mit Benziner gemacht. Vielleicht insgesamt 1, 2, 3 Mal maximal, wenn es hochkommt. Der hat ganz, ganz leichte Drehzahlschwankungen. Der Motor wurde mal in einer anderen Werkstatt komplett überholt. Wir haben dann hinterher, laut Kundenwunsch, wollte er die Exzenterwelle neu haben mit den ganzen Kipphebeln, Schlepphebeln. Beide Warnus haben wir neu gemacht. Wir haben, glaube ich, auch die Steuerkette ersetzt. Also es ist, und die Steuerkette war schon neu, wir haben nur die Warnus, beide Warnus-Elemente da ersetzt. Und er hat immer noch die Drehzahlschwankungen, obwohl alles neu ist, sind auch neue Injektoren drin. Und jetzt will der Kunde auf Kundenwunsch mal gestrahlt haben. Ich hole mal kurz die Lampe, ich habe selber noch nicht reingeguckt. Der Kollege hat schon die Ansaugbrücke abgebaut. Achso, übrigens will er auch noch eine neue Ansaugbrücke. Ne? Die ist komplett nagelneu neu. Ja, die kommt auch noch rein. Wir müssen halt nur noch das Motorsteuergerät, die Drosselklappe, das Tankentlüftungsventil umbauen. Das kommt dann alles hier rüber und das wird dann nach dem Strahlen alles eingebaut. Aber ich hole mal kurz die Lampe, dann gucken wir da mal gemeinsam rein. Ja. Also guck mal hier an dem rechten. So. Also an dem rechten sieht man auf jeden Fall was. Wir können ja mit der anderen Kamera reingehen. Mhm. So, ich gehe mal kurz rein. Ja, also hier hängt auf jeden Fall was. Also ich muss dazu sagen, die Benziner sind natürlich immer nicht so krass verschmutzt wie die Diesel. Aber den werden wir auf jeden Fall richtig sauber kriegen. Also ich würde sagen, okay, das eine hier, das stört mich hier so ein bisschen. Dieser Klumpen, aber ich glaube nicht, dass das was ausmacht. Ja. Benziner sind immer nicht so, also ölig ist auf jeden Fall ein bisschen, ne? Das ist alles hier sowas glänzt, das ist halt Öl. Ja, wir werden ihn jetzt strahlen. Wir haben auch die passenden Adapter dafür. Kann ich ja kurz mal zeigen. Ich zeige euch mal, ich erkläre euch mal ein bisschen was. Okay, hier haben wir alles, was wir dafür brauchen. Genau, das ist hier so ein Walnussstrahlengerät. Ne, damit gehst du halt rein. Das ist zum Beispiel ein Benzineradapter. Ne, und dann gehst du halt hier so rein in das Loch. Und dann kannst du hier schön überall das Granulat verteilen. Das ist Walnussschalengranulat. Das ist, sieht so aus. So eine feine Körnung. Und das schießen wir halt über Luftdruck mit diesem Gerät rein. Und im selben Moment, Staubsauger ist jetzt voll, ich muss mal lernen, ziehst du es halt. Und das schließt man dann hier so an. Pustet das hier ab und dann schießt man das an. Und dann saugt das im selben Moment raus. Das ist eine sehr feine Sache, wirklich. Also Diesel machen wir etliche. Unter anderem hier bei den Norwegern haben wir es ja gerade gemacht, bei dem Diesel. Und ja, wir haben natürlich auch. Bei manchen Motoren kommst du halt nicht immer gut ran. Haben wir halt noch verschiedene. Den zum Beispiel habe ich noch nie benutzt. Wahrscheinlich, würde man sagen, eher so für die quereingebauten Motoren oder so. Ne? Aber quereingebauten haben wir, glaube ich, noch gar nicht gestrahlt. Ja, hast du okay, Adapter. Ich habe das damals mal gekauft, vor Jahren. Also schon Ewigkeiten her. Und wir benutzen das Gerät hier echt oft. Uns ist letztens hier noch der Schlauch, hat ein kleines Loch bekommen. Wir müssen den mal noch neu bestellen. Da haben wir jetzt diese Woche erst den hier so zugeklebt. Notdürftig erstmal repariert, damit wir es benutzen können. Genau, ich würde sagen, ich packe das mal alles rüber, ich entleere den Staubsauger und dann warten wir noch kurz auf Robert und dann geht's los. Wir gucken jetzt in die alte Ansaugbrücke mal rein. Das Benziner ist nichts zu sehen. Ja, sieht. Es ist die Benziner halt, ne? Sie sind. Guck mal, hier ist nicht wirklich was drin. Okay, hier ist ein bisschen. Das ist schon, aber das ist ja nur oberflächlich. Ja, wie gesagt, die Ansaugbrücke hat der Kunde selber mitgebracht. Robert meinte gerade, die ist auch nicht neu, die wurde wahrscheinlich nur gereinigt. Die ist ja hier. Oder vielleicht ist sie doch neu? Aber meinst du, kann man Lampe? Meinst du, dass die neu.
Wie den Sensor? Ja, aber guck mal, der Aufkleber und so, der sieht noch relativ frisch aus. Der kann doch neu sein. Kann doch neu sein. Ja, wie auch immer, sieht auf jeden Fall gut aus. Ja. Doch, guck mal hier. Ja gut, ich würde sagen, wir strahlen jetzt erstmal und dann bauen wir es wieder zusammen. Und dann fahren wir eine Runde. Wahnsinn, Wahnsinn. Ist richtig gut geworden. Den zweiten versuchen wir da den Brocken direkt wegzumachen. Ne? Beziehungsweise, ihr könnt euch erinnern, vor ein, zwei Minuten habt ihr den komischen Brocken gesehen. Jetzt schießen wir den Brocken weg und gucken mal, wie gut es weggeht. Ja, ist ein bisschen dunkel hier. Jo, Alter. Kein Brocken, nichts mehr dran. Also wir strahlen das jetzt schon mal durch und dann gehen wir am Ende mit der kleinen Kamera noch mal rein, dann zeige ich euch das nochmal. So, nochmal nachfüllen. Genau, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen drehen den Motor und dann, weil es sind zwei Zylinder sind offen und dann können wir weitermachen. Ja, so sieht's aus. Ne, alle. Der letzte war noch so ein bisschen. Sieht auch wieder Bombe aus. Ne. Also ihr könnt erkennen, dass das wieder richtig schön sauber ist. Man kann alle Ventile wieder klar und deutlich erkennen. Und ja. Wir bauen jetzt noch die Ansaugbrücke um. Und dann fahren wir gleich mal eine Runde. Wir setzen noch natürlich die Adoptionswerte und so alles wieder zurück. Gucken wir mal, ob seine Drehzahlschwankungen, weil er hat minimale Drehzahlschwankungen. Beziehungsweise, er meint, wenn der Motor heiß ist und er im Stau steht, sind die halt extremer. Aber wir werden es jetzt gleich mal, also wenn wir alles angebaut haben, die Adoptionswerte gelöscht haben, lassen wir ein bisschen laufen und dann fahren wir mal eine Runde und dann bleiben wir auch mal länger stehen, gucken, wie die Schwankungen sich bemerkbar machen. So, wir haben den schon, also wir haben die Adoptionswerte gelöscht. Plus, wir haben den schon ein bisschen laufen lassen. Also ich denke nicht, also der Wagen hat 285.800 Kilometer runter. Und wie gesagt, der hat schon mal irgendwie eine Motorüberholung irgendwo bekommen. Und seitdem halt, hat er halt diese leichten Aussetzer. Beziehungsweise, dass halt das Tacho so, also die Drehzahl so ein bisschen schwankt. Fahren tut er normal. Ne? Ja, aber gut, beim Fahren hat er auch kein Problem gehabt. Der meint halt immer beim Stehen. Ne? Wir haben, wie gesagt, die Adoptionswerte nochmal gelöscht. Boah, Stau. Aber gut, er meint ja, im Stau ist das Problem doller. Wenn wir es jetzt rausfinden. Jetzt habe ich keine sichtbar. Also mein Pogometer merkt nichts. Plus, ich habe keine Drehzahlschwankungen gesehen. Genau gerade. Ja, man könnte vielleicht die Leerlaufdrehzahl noch einen Ticken erhöhen. 50 Umdrehungen mehr, weil. Stehen.
wir fahren einfach mal zurück in die Werkstatt und erhöhen meinen Leerlauf minimal. Weil, also, wenn es jetzt mein Auto wäre, weil er zittert ganz leicht. Das kann aber von vielen Sachen kommen. Das kann auch von den Motorlagern kommen. Das kann von, keine Ahnung, was alles noch kommt. Du merkst halt nur, dass er halt, der Motor an ist, er vibriert gleichmäßig. Er hat keine Aussetzer oder so. Aber ich weiß nicht, also entweder fahre ich mit dem Kunden nochmal eine Runde und er soll mir was sagen. Ansonsten würde ich halt den Leerlauf nochmal um 50 bis 100 Umdrehungen oder bis 50 bis 80 Umdrehungen nochmal erhöhen, weil dann müsste er hier drinnen komplett ruhig sein. Aber ich finde ihn so auch schon eigentlich in Ordnung. Und wir stehen jetzt hier quasi im Berliner Alltagsstau. Das fühlt sich normal an. Fühlt sich jetzt hier nicht, also da habe ich ganz andere Autos hier, die ganz anders laufen. Wie gesagt, ich telefoniere mal mit dem Kunden und dann melden wir uns gleich nochmal zurück. Jo, wir haben eine kleine Zeitreise jetzt. Das Fahrzeug, also der Kunde hat das Fahrzeug jetzt erstmal so mitgenommen. Wir hatten jetzt keine Drehzahl, also keine Vibration gehabt. Ich finde, der Motor läuft halt ein bisschen rau, aber er meint ja, dass das Ding halt extrem starke Drehzahlschwankungen hat. Der hat ihn jetzt mal mitgenommen, fährt ihn nochmal selber in Probe, weil er meint, dass halt immer im Stau halt stärker zu spüren ist. Ja, wenn jetzt mit dem Wagen nochmal was sein sollte, dann wird er nochmal herkommen und dann drehen wir halt nochmal ein separates Video. Wenn jetzt kein Video über dieses Fahrzeug kommen sollte, dann ist der Kunde damit fein und alles ist gut. Ne? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Peace, meine Freunde.